Alles schnupft, schnieft und hustet. Darum haben wir bei OFTV gleich mal unseren Hausarzt per Videoschalte zu uns geholt. Hallo, Herr Dr. Stürmer, herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Ich muss mal gleich zuerst fragen, haben Sie genügend Bier im Keller gelagert? Bier im Keller? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich nicht. Ich habe mehr Wein. Die Biervorräte sind aktuell aus. Das würde ich jetzt auch bevorzugen, aber ich habe gestern in der Tageszeitung gelesen, Hopfen hilft gegen Corona. Haben Sie auch davon gehört, müssen wir jetzt literweise Bier trinken? Ich meine, manche haben damit ja kein Problem. Es gibt so viele schöne Hausmittelchen, die jeder von uns parat hat, die ihn oder sie gegenüber Erkältungen immuner machen. Und insofern mag da durchaus was dran sein, dass bestimmte Natursubstanzen da den einen oder anderen positiven Einfluss haben. Aber ich glaube, das würde ich dann eher so als ja, nicht unbedingt zu empfehlende Prophylaxe für die Allgemeinheit anraten. Das könnte dann möglicherweise andere Nebenwirkungen haben, die wir nicht wollten. Okay, wie sieht es denn überhaupt laut Ihrer Statistik im Moment aus? Leidet alles, die ganze Welt hier an Erkältung oder ist da wirklich auch viel Corona wieder drin? Ja, wir haben im Augenblick noch ein zweiphasiges Geschehen. Wir haben sehr viele Rhinoviren. Das ist das, was man allgemein unter den klassischen Erkältungsviren versteht. Wir haben aber auch nahezu genauso viel Corona dabei. Und wir bekommen jetzt im weiteren Verlauf wahrscheinlich noch RSV und die echte Virusgrippe mit dazu, sodass es insgesamt 3, 4 große Wellen sind, die da möglicherweise zusammenfallen. Und dann wird es sicherlich relativ, ja, wie soll man es beschreiben, doch wirklich sehr viele Krankheitsfälle in der Bevölkerung geben. Jetzt hat mir meine Hausärztin gesagt, eine Erkältung dauert 2 Wochen mit Medikamenten und 14 Tage ohne oder umgekehrt. Aber die meisten Menschen sagen, sie leiden schon seit 3 Wochen, seit 4 Wochen an Schnupfen, Husten und diesen üblichen Erkältungserscheinungen. Ist das diesmal ein anderer Virus, eine andere Sache als sonst? Also viele Menschen, die ich kenne, gerade die sich jetzt mit Corona angesteckt haben, die sagen schon, dass sie sehr heftig auch drunter leiden. Nicht so stark, dass man irgendwie ins Krankenhaus muss, aber das Wohlbefinden ist doch stark eingeschränkt. Und natürlich ist es so, dass diese Corona-Varianten sich ja weiterentwickeln und unterschiedlich stark ausgeprägt sind, was sozusagen die Symptome angeht und was die anderen Erkrankungen angehen. Wir sind ja durch die langen Jahre mit den Corona-Maßnahmen doch eher verschont geblieben. Und vielleicht ist das jetzt auch einfach so das Gefühl in uns selber, dass wir da ein bisschen heftiger drauf reagieren. Aber grundsätzlich sind es die gleichen Viren wie vor der Pandemie, bis auf SARS-CoV-2. Und da gibt es eigentlich auch aktuell keine Hinweise, dass die Varianten deutlich aggressiver sind als bisher. Insofern müssen wir das als, sagen wir mal, etwas ja, normale Erkältungswelle abhaken. Das heißt, ja, gesund essen, ein bisschen Bewegung oder wozu raten Sie in diesen Tagen? Ja, das ist grundsätzlich nie verkehrt, dass man ein bisschen auf sich selber achtet. Man kann natürlich das, was wir in der Pandemie gelernt haben, als zusätzliche Schutzmaßnahmen mitnehmen, versuchen, große Menschenansammlungen zu vermeiden, wenn ich mich in Risikosituationen begeben muss. Kann ich die Maske tragen? Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause, wasche mir häufig die Hände und ich nehme die Schutzimpfungen wahr. Wenn ich zur Risikogruppe gehöre, sowieso, da kann ich mich ja gegen Influenza und gegen SARS-CoV-2 impfen oder auch grundsätzlich immer Impfungen wahrnehmen. Zusätzlich zu viel Sport, Bewegung, gesunde Ernährung, das sind super Maßnahmen. Okay, also same procedure as every year. Es bleibt beim Alten. Herr Dr. Stürmer, herzlichen Dank für Ihre Informationen und alles Gute noch für die Adventszeit. Sehr gerne, wünsche ich Ihnen auch alles Gute.